Hallo Freunde und willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen was nachgeholt, meine ich. Und was haben wir sonst noch gemacht? Haben wir die vier Könige noch umgenutzt? Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ihr seht schon, ich bin nicht mehr da, wo wir aufgehört haben. Sondern ich bin wieder bei Sens Festung. Hier haben wir schließlich noch was nachzuholen. Und das will ich alles irgendwie noch machen, bevor ich mich wieder mit Seath prügel, weil ich habe auf den Typen einfach keine Lust. Ich stehe nicht so auf Verräter. So, einmal über die... das Ding rollen. Ah, die haben eine tierische Reichweite, ey. So. Dafür staggern die uns wenigstens nicht so gut. Im Sinne von Stun. So. Wir haben da unten im Becken, sag ich jetzt mal, noch zwei. Ja. Das wollte ich nicht. Perfekt. Noch zwei Titanit-Dämonen zu töten. Und warum habe ich keinen Bogen mehr ausgerüstet? Nehmen wir meinen Bogen wieder. So, wobei, eigentlich können wir den noch ignorieren. Sinnvollerweise lassen wir uns einfach mal hier so ein bisschen runterfallen. Macht zwar tierisch viel Schaden, aber hier unten wartet ja eh niemand mehr, der uns umbringen will. Zumindest hier vorne nicht. Da hinten, die können wir eigentlich getrost ignorieren. Und jetzt muss ich mal gucken... Ach fuck, wir haben ja den verrosteten Eisenring gar nicht mehr. Ich hab belegt, ich Idiot. Das war nicht klug. Na dann, ich wollte euch eigentlich die Ladezeit ersparen, aber aufgrund meiner Inkompetenz... Ja, müssen wir das jetzt nochmal machen. Ich hab auch nicht mal recht schwer gerastet, ich Idiot. So, wir brauchen den verrosteten Eisenring. Nehmen wir ihn. Da. Ja. Also ich jedes Mal wieder aufstehen, ich weiß es nicht. So, Gemeinde der Untoten. Dann machen wir das doch nochmal. So. Setze ich mich jetzt sinnvollerweise einmal kurz hier hin, was wir brauchen. Rüste schon mal den Ring aus. Jetzt müssen wir mal unser Gewicht reduzieren. Würde das reichen, theoretisch? Nein, noch nicht mal. Machen wir das vielleicht mal so und so. Das würde auf jeden Fall reichen. Beim Helm haben wir mehr Verlust, weil man nicht. Es reicht aber auch nicht vom Gewicht her. Na gut. So. Weil können wir mal gucken, ob wir nicht. So. Auch wenn Solaire nicht mit einer Keule kämpft, aber ich finde die Keule cool. So, ach ja, genau, wir haben... Nee, Quatsch, wir haben nicht die vier Könige umgeboxt, wir haben das Chaoswesen umgeboxt, also das Bed of Chaos im Englischen. Im Deutschen hieß es Chaosbett oder Chaoswesen, bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Okay. In die Knie. Ich glaube, das tut weh. So, man könnte sich natürlich auch, weil ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, ob es den hier auch schon gab. In Dark Souls 2 gibt es einen Ring, der Fallschaden reduziert. Das ist der Ring der springenden Katze. Und ich weiß nicht, ob der hier halt existiert in Dark Souls 1. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine aber, dass er existiert. Aber naja. Wir müssen das ja hoffentlich eh nur einmal machen.
Das können wir nämlich hier ganz normal durchlaufen, als wäre es ein fester Untergrund. So, einmal kurz abwarten, dass die schießen. Dankeschön, Idioten. So, denn hier haben wir zwei Titanit-Dämonen. Das Problem ist, die werden... man kann es kaum verhindern, dass die gleichzeitig aggressiv werden. Weil wenn wir Glück haben und uns ganz hier hinten halten, schaffen wir das vielleicht sogar. Hier bin ich. Komm mal her. Ja, komm. Komm ran, du. Komm ran auf den Meter. Oh. Hat er uns getroffen. Aber der dritte Schlag, den habe ich nicht kommen sehen. Das Problem ist, wir können ihn leider nicht hier durchlocken. Aber immer versuchen, ihn möglichst nah hier dran zu halten, dann schaffen wir es vielleicht auch den anderen nicht zu abholen. Weil sonst schießt er entweder mit Blitzen oder kommt auch in den Nahkampf. Das wollen wir beides nicht. Mittlerweile können wir das blocken, das ist ganz gut. So. Ja. Oh. Ist da echt rausgesprungen, die Sau. Oh, den Schild, schön. Schnell mal schon trinken. Mittlerweile füllen wir so viel Estus auf mit den Flakonscherben, beziehungsweise Scherben, genau, mit den Estus-Flakons. Wie gesagt, ich spiele in letzter Zeit zu viel Dark Souls 2. Ich merke, was man da besser gemacht hat, was hier nicht so gut gelaufen ist, aber ich merke auch, was da scheiße war, was hier gut ist. Wie zum Beispiel, es gibt nur Estus und Wunder zum Heilen. Und halt, hier die göttlichen Segen können wir zum Heil nutzen. Und Menschlichkeit können wir auch zum Heil nutzen. Das sind zwar drei Sachen, aber in Dark Souls 2 ist das alles ein bisschen anders. Da gibt es nämlich ein paar mehr Dinge. Wobei, Quatsch, es gibt auch noch die Elisabeth-Pilze hier. Die gibt es ja auch. Aber die gibt es auch in Dark Souls 2, also. Nämlich gibt es in Dark Souls 2 noch zusätzlich die sogenannten Lebenssteine in verschiedensten Größen. Und je größer, desto besser heilt er. Und generell haben sie das Heilsystem ein bisschen stark abgeändert, im Sinne von Estus-Flakon heilt nicht mehr so schnell und so viel. Und man startet mit einem Estus-Flakon und muss sich das über die Zeit hocharbeiten, sozusagen, bis zu 12 Maximum. Wobei ich das nicht schlimm finde, das finde ich eigentlich sogar ganz cool. Weil, ganz ehrlich, wenn wir 20 Estus-Flakon haben, gibt es nicht mehr so viel, was uns noch töten kann. Es sei denn, etwas stunlockt uns oder verhindert sonst wie, dass wir uns heilen. Aber das sollte eigentlich nicht vorkommen. Okay, ja, ich habe von Seath auch immer tierisch auf die Fresse gekriegt. Aber auch einfach, weil man bei Seath unter anderem halt nicht unbedingt immer die Zeit hat zum Heilen. Und ja. So, jetzt werden wir mal eben nochmal beim Schmied ein paar Pfeile kaufen, glaube ich. Eventuell, je nachdem, wie viele wir haben. Ah, 200 ist nicht wenig, aber ein paar würde ich mal mitnehmen. Denn wir müssen noch was anderes erledigen. Wir haben noch etwas anderes zu erledigen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gezeigt habe. Ich meine schon. Aber für den Fall, dass ich es noch nicht gezeigt habe, werde ich jetzt auch nicht verraten, wovon ich spreche. Einfach weil
Und dann gehen wir mal kurz runter zum Schmied, holen uns ein paar Pfeile noch. Dann muss ich mal überlegen, wie man am sinnvollsten dahin kommt. Ja. Die Riesenblut. Konnten wir jetzt eventuell. Ja, jetzt können wir nämlich mit grauen Brocken und Co. die Riesenkeule noch auf plus 15 glaube ich sogar bringen. Was ziemlich geil ist. Wir können göttliche Waffen machen, heilige Waffen, Finsterniswaffen. Ich glaube, das hier hinten sind krude Waffen oder das hier. So, graue Brocken haben wir ja noch welche. Brauchen wir drei graue Brocken nachher und ich glaube dann eine Titanitscholle. Ansonsten, der braucht Funkeltitanit, die gebe ich da ungern für aus. Große Scherben haben wir keine mehr, müssten wir kaufen. Das hatte ich nicht vor. So, ich muss mal kurz was gucken. Dafür brauchten wir 34 Stärke, die haben wir natürlich noch nicht. Und dafür sogar 38. Stimmt, das war das Problem, weshalb wir die Schilde haben wollen. Der hat sogar noch eine höhere Haltung. Ey, Halleluja, ich glaube, der ist ein Rare Drop. So, was wir aber auf jeden Fall machen sollten, wieder unsere Rüstung wechseln. Viel zu schwer. Okay. Na gut. Ich glaube, hier ist wirklich das Sinnvollste, wie wir laufen können. Ansonsten müssten wir nämlich nochmal zurück zu dem Turm, wo wir Havel getötet haben. Und das ist nun mal auch ein weiter Weg. Aber das sind zwei Wege, die zum gleichen Ziel führen, also. Und da sieht man mal, dass die gesamte Dark Souls-Welt mehr oder weniger ineinander verknüpft ist, mit ein paar Ausnahmen. Wie unter anderem. Ja. Der Abgrund, das Untotenasyl und die gemalte Welt. Das sind so primär die in sich abgeschlossenen Bereiche, sag ich jetzt einfach mal. Ich weiß, hinter uns kommt einer hoch. Aber. Wirklich Probleme bereitet mir das nicht. Ich habe trotzdem keine Pfeile gekauft. Hm, egal. Ich glaube, wir können momentan auch mit Pfeilen eh nicht so viel anrichten. So, nämlich werden wir jetzt einmal durch dieses Tor schreiten. Was durch dieses Tor? Ich meine, wir müssen durch dieses Tor. Nee, Quatsch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Lass mal hier. Den Weg mussten wir nochmal gehen, meine ich. Bei. Nee. Nee, wir müssen doch durch das Tor. Moment. Ach Jungs, nur weil ihr Reichweite habt, heißt das nicht, dass ihr die einsetzen sollt. So. Ich muss gerade selber nochmal gucken. Sollte aber, meine ich, noch durchs Tor gewesen sein. Nämlich müssen wir zu einem etwas abgelegenen Ort, wo ein ziemlich großer Gegner nochmal auf uns wartet. Den Mage da hinten können wir getrost ignorieren. Das Problem ist, wir werden eventuell nachher hier mal wieder invaded. Da habe ich zwar keine Lust drauf, aber es lässt sich nun mal nicht immer vermeiden. Beziehungsweise es lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden. Außer man spielt offline oder ist nicht menschlich. Beides erfüllen wir momentan nicht. Außerdem muss man auch ganz klar sagen, das gehört zum Spiel dazu. Und gerade wenn man im Wald der Jäger ist,
Beziehungsweise er heißt ja nicht Walter Jäger, aber hier gibt es halt diesen Jägereid, dem man bei der Katze beitreten kann. Da wird man hier doch relativ häufig invasiert. Oh. Jetzt ist aber gut hier. Voll reingerollt. Viel zu viele von den Mistviechern hier. So noch. Ja, natürlich kommt der. So, jetzt nicht mehr. Dann einmal kurz geheilt, die ganzen Moosklumpen aufsammeln, weil die kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Blutroter Moosklumpen, auch wenn wir momentan nichts haben, was Blutung verursacht, glaube ich, als Gegner. Und vergiften eigentlich auch nicht, aber ja, da unten, da wollen wir hin. Zu der Hydra. Ich meine, ich habe sie schon mal gezeigt, aber jetzt habe ich sie auf jeden Fall gezeigt, so. So, da hinten steht noch so ein Typus. Zack. Und Dankeschön. Das ist das schön, dass der nachjustiert bei Schlägen. So, wenn der Gegner mal zur Seite springt. Zumindest sobald er zu früh zur Seite springt. Schön. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir runterkommen. Dafür müssen wir da. Genau. So. Irgendwas, was uns im Rücken fallen will? Nein. Wow. Ich bin überrascht, Dark Souls, du lässt nach. So. Ja, das ist doch definitiv der richtige Weg. So, zu den Katzen wollen wir nicht. Wir rutschen hier einmal runter. Schleichen uns hier so ein bisschen vorbei. Und dann kriegen wir gleich eine der längsten Leitern des Spiels ja, sozusagen vor die Füße. Ja, da ist die Hydra. Das ist eine fucking lange Leiter. Vor allem, wenn man hier wieder hoch will, ist das echt bitter. Ja, komm. Anvisieren ist bei der Hydra übrigens gar nicht mal so intelligent. Wir müssen uns ein bisschen zu ihr ins Wasser wagen. Dann schlägt sie mit ihrem Kopf hinzu. Und wie es sich für eine Hydra gehört, können wir die abschlagen. So müssen wir die auch abschlagen. Ich sollte vielleicht nicht blocken, weil irgendwie funktioniert das nicht. Hey. So, das war der erste Kopf. Den zweiten. Ah, hab ich schon getroffen. Okay. Ich hab nichts gesagt. So. Wasser oder was auch immer du spuckst. Glücklicherweise können wir mit jedem Schlag einen ihrer Köpfe abtrennen, dass der Golem da kommt. Golem hat er irgendwie uncool. Das Schöne ist, diese Hydra hat Friendly Fire. Das heißt, wenn sie mit ihrem Wasser einen von den Gargoyles trifft, dann so, ist das für uns von Vorteil. So. Na komm. So. Drei Köpfe noch. Das ist machbar. Das Problem ist, dass sich die Hydra gerne auch mal dreht und man da vorne im Wasser runterfallen kann. So. Ja, verdammt. Tacken zu kurz. Wir bewegen uns halt im Wasser extrem ab. Wir hätten vielleicht den verrosteten Eisenring doch noch anlassen sollen.
so zwei Köpfe. Wo kommt hier runter? Der Dusk-Kronenring und der Drachenstein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der Ring konnte. Gewährt zusätzliche Magie, aber halbiert Trefferpunkte. Das ist heftig. Ich glaube, mit dem hat man mehr Zauberaufladungen. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, ich wechsle jetzt trotzdem nochmal auf die Solär-Klamotten. Weil mir das hier im Wasser sonst voll auf den Sack geht. So. Dann holen wir uns davon das Item, klatschen die Golems noch um und dann werden wir einen weiteren besonderen Gegner erstmal verprügeln. Und dieser Gegner hat was mit dem DLC zu tun. Und ja, vorher, bevor wir den nicht umgeprügelt haben, können wir sowieso nicht ins DLC. Außerdem müssen wir danach noch ein bisschen was machen. Und ich würde das Ganze, was wir machen müssen, um ins DLC zu kommen, vor Seath noch machen. Dann würde ich nochmal versuchen, eben diesen zu verprügeln. Und wenn wir den Verräter umgeknüppelt haben, dann gehen wir ins DLC. Und dann können wir nämlich schon zum Endboss. Das Problem ist nämlich, sobald man den Endboss besiegt hat und die finale Cutscene damit dann triggert, ja, startet man automatisch ins New Game Plus und das wollen wir natürlich noch nicht. Wo geht's eigentlich da lang? Ich glaube, da bin ich noch nie lang gegangen. Moment, das muss jetzt eben kurz einmal erforschen. Nee, Ritterrüstung wollte ich nicht anziehen, ich wollte die Habelsklamotten hier haben. Dass das Ding mehr physische Verteidigung hat als alles, was wir sonst haben. Das ist lustig. Muss ich doch sagen. So, wo geht's da hin? Oder ist das nur ein anderer Weg, um zum... Ne, ich glaube... Stimmt, wir hätten auch einfach so laufen können, ich Idiot. Ich bin ein Idiot. So, aber... Dann doch wieder wechseln. Ich weiß gerade nicht, wo ich uns hinmanövriere, aber wir werden schon halbwegs ankommen, wenn ich nicht gegen Wände laufen würde. So. Dann auf zum nächsten Gegner. Da muss man, sollte man sich, wir müssen hier einmal komplett durch. Da sollte man sich relativ links halten. Weil, wie gesagt, rechts ist irgendwo ein Abgrund. Und in den möchte man nicht reinfallen. Weil tot und so. Und auf tot können wir durchaus verzichten. So, und zwar sollte... Moment, warum ist der nicht hier? Normalerweise sollte hier ein goldener Golem sein. Okay, dann machen wir das vielleicht doch erst, nachdem wir Seath verprügelt haben. Da müssen wir zwar noch ein bisschen rumreisen, aber... So... Wir müssen in das Archiv des Herzogs. Ich habe keine Lust auf Seath. Kann man den nicht einfach auspatchen? Es ist halt... Eigentlich ist Seath nicht schwer. Muss man ganz klar sagen. Also, er ist
kein leichter Boss, er ist einer der vier großen. Aber, na, ich finde ihn halt einfach eigentlich nur nervig. Weil seine ganzen Attacken, ja, ziemlich viel Fläche haben. Blocken kann man eigentlich auch vergessen. Zumindest die meisten seiner Attacken. Und ja, generell. Naja, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Was haben wir denn hier? Oh, das ist gerade Kristallschwert. Das ist nett, aber brauchen wir nicht. Außerdem hat das kein effektiv, so gut wie keine Haltbarkeit. Deshalb ist das auch relativ scheiße. So, komm. Okay, zwei Schläge überlebt. Die dritten aber dann schon nicht mehr gut. Na, wir bräuchten graue Brocken, wobei ich da gucken müsste, wie man die farmen kann. Beziehungsweise wo man die farmen kann, muss man ganz klar sagen. Ich weiß es nämlich effektiv gerade nicht. Und habe mich da auch seltener mit befasst. Mit dem Titanit-Farmen in Dark Souls 1. Weil ich für gewöhnlich mit Kelaks Furienschwert und der Lebensjagdsensor umgelaufen bin. Also den Bosswaffen von, ja, einmal Kelak und einmal halt der guten Priscilla. Dem netten Mischwesen. Ey, so haben wir nicht gewettet, okay? Die lassen wir nichts fallen, wären wenn dann auch nur blaue Brocken, waren es blaue. Halt die Dinger für Magiewaffen, da wir davon keine haben. So, komm mal her. Und tschüss. Auf wieder Tschüss, um zu sein. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht Seath im First Try, ja, First Try wäre falsch gesagt, im nächsten Versuch besiegen, müssen wir an diesem Gegner leider nochmal vorbei. Dieser Weg ist immer so ewig weit. Hätten wir nicht irgendwie da unten kurz vor den Muscheln nochmal ein Bonfire setzen können? Das wäre so viel besser gewesen. So. Übrigens, mittlerweile weiß ich ein... Ne, Moment. Die mussten wir gar nicht lang. Halt, halt, halt. Da mussten wir nicht lang. Das ist nicht der Pfad, den wir gehen wollten. Der Pfad ist nämlich hier, oder? Was hier? Müsste... Da hinten müssen wir hin. Ich weiß mittlerweile hundertprozentig, warum wir den Kristall zerstören müssen, bevor wir, wenn wir gegen Seath antreten. Und zwar liegt es ganz einfach daran, dass er, glaube ich, entweder war es, er hat vorher, ja, er müsste vorher eine Lebensregeneration gehabt haben, wenn man ihn nicht zerstört. Und da man das nicht haben möchte, so Seath mit Lebensregeneration. Was? Du lebst noch? Ha, nicht mehr lang. Na gut, bleiben wir doch lieber bei Einhand. Kommt her, ihr komischen Muscheln. Das ist echt gut, dass man die damit komplett zu Boden schmettert. Das gefällt mir. Sonst haben wir noch drei Muscheln. What the fuck? Ja, genau. Back dich halt über diese komische Kante und schlag dann nicht zu. What the fuck? Was war das gerade? Das war merkwürdig.
Das ist peinlich. Wir sind ja noch nicht mal bei Seath gestorben, sondern bei den Muscheln. Das ist traurig. Ach, nee, nee, nee. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich meine, okay, wir sind zwar jetzt, sind jetzt nicht mehr menschlich, das ist schade, aber nicht untragbar. Nervig ist halt, dass wir jetzt nicht nochmal laufen müssen. Das wurmt ein bisschen. Gott! So. Natürlich wäre es jetzt noch trauriger, wenn wir jetzt nochmal sterben würden vorher, aber ich glaube, dass auch. Bin gerade wieder zu ungeduldig. Das ist einer der großen Fehler, die man in Dark Souls begehen kann. Indem man sich denkt so, ach, das ist doch alles hier kein Problem und easy peasy durchgehen und dann kriegt man voll auf die Schnauze. Das kann fatal werden. Müssen wir jetzt nochmal einen Kristallgolem und die ganzen Muscheln umprügeln? Ist dann halt die Frage, ob wir ist zufällig einer von euch, wie viel wir noch, wie viel Seelen wir noch brauchen, um zu leveln. Boah. Alles geplant. War auch gar nicht knapp oder so. Und ich wäre nicht fast runtergefallen. Nein, nein, nein. Dann können wir das hier auch nachgucken? Nein. Schade. Das konnte man nämlich in Dark Souls 2. Wobei man in Dark Souls 2 auch nicht an jedem Bonfire aufsteigen kann. Aber. Naja. Dazu kommen wir, wenn wir in Dark Souls 2 sind. Wobei das natürlich nicht direkt im Anschluss kommen wird. Erstmal habe ich noch mindestens Legacy of the Void zu zocken. Da freue ich mich schon drauf. Endlich wieder StarCraft. Und wenn wir das durch haben, ja, dann könnte eventuell Dark Souls 2 kommen. Fuck. Aber man muss mir zugutehalten, es ist das erste Mal, dass ich in diesem Let's Play von diesen scheiß Balken gefallen bin. Also von den unsichtbaren Balken. Von den sichtbaren bin ich schon zu oft runtergefallen. Das war so unglaublich dämlich. Wahrscheinlich brauchten wir knapp 50.000, um zu leveln, und die hätten wir dann fast gehabt, wenn wir all unsere Seelen gesammelt hätten und die Muscheln noch verprügelt hätten. Wie unglaublich dämlich. Das wiederholen wir bitte nicht nochmal. Wie gesagt, man könnte es natürlich durchlaufen, aber bin ich kein Freund von. Bin ich definitiv kein Freund von, weil ich kenne mein Glück. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, Seath ein paar Blitze ins Gesicht zu schmeißen, beziehungsweise auf den Körper. Wow. Das war aber punktgenau daneben, ey. Wow. Würde die reichen? Wenn wir getroffen hätten, vielleicht. Moment. Ne, reicht nicht. Okay. Gut zu wissen, dann brauchen wir es eigentlich auch gar nicht versuchen. Wobei da zumindest nicht viel Schaden fehlt, also
ein, zwei Punkte in Stärke mehr oder halt die Waffe nochmal ein, zwei Punkte aufgelevelt, dann hätte das gereicht. So. Dann nochmal. Jetzt hoffentlich ja mal eben unsere 6400 Seelen einholen und mit den Seelen dann wieder zu den Muscheln laufen. Dann machen wir Seas aber heute doch nicht mehr. Das tut mir leid, aber da war ich doof. Kommt schon mal vor. Merkt ihr in diesem Let's Play, glaube ich, des Öfteren. Wobei nicht nur in diesem Let's Play, aber generell Frosch im Hals. Dabei habe ich doch heute gar nicht Französisch gegessen. So. Weil ich mich frage, kommt man dahin, indem man dann den... Da hinten ist ein Item, sehe ich gerade erst. Moment, da bin ich jetzt gierig. Das Item will ich haben. Okay, natürlich mal wieder ein Point of No Return. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Yep, das war zu erwarten. Na gut, lassen wir das Item einfach Item sein, auch wenn mich natürlich interessieren würde, was es ist, aber nein, das ist es mir dann doch nicht wert. Na gut, machen wir es in der nächsten Folge. Ich stelle mich gerade wieder scheiße an. Naja, wie gesagt, wir haben zumindest die Hydra heute umgeprügelt, also gar keinen Fortschritt hatten wir zumindest auch nicht. Und deshalb würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann doch hier wieder. Bis dahin, bis gleich, Freunde. Ciao.